Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute geht es um ein neues Produkt. Es geht um den Olight O-Bulb. Es ist eine kleine Kugel, die leuchten kann und magnetisch ist. Und ich weiß noch nicht viel darüber, aber wir werden das mal rausfinden, was es ist. Diese Kugel gibt es halt in drei verschiedenen Farben. Aktuell habe ich die graue Version da. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So Leute, das ist ein komplett neues Produkt, gerade frisch auf den Markt gekommen. Den O-Bulb findet ihr Montag im Olight Sale. Ich blende euch unten mal den Link mit ein zum Sale. Der startet jetzt am 14. Und wir schauen uns dieses ganze Produkt jetzt einfach mal näher an. Schauen wir mal in den Karton rein. Aber den ganzen mache ich hier so auf. Das erste, was wir hier sehen, ist dieses Olight-typische Produkthinweis, wie die Lampe zu schalten ist und dass man das Ganze vorher mal einmal aufladen sollte, bevor man das benutzt. Der Indikator am Ladekabel ist eigentlich selbsterklärend: grün für voll geladen, rot für ladend. Machen wir das Ganze mal auf. Dann kann man hier als erstes erstmal auf der Folie entdecken. Hat Olight wieder eine kleine Danksagung drauf geschrieben. Und dann holen wir das Ganze jetzt mal raus. Da das Ganze magnetisch ist. Oh, schön, das haftet also da drauf. Hier ist nochmal die Anleitung drauf, wie das Ganze einzuschalten ist. Und hier drin, ihr sehen könnt aber das Magnetladekabel, noch eine kleine Anleitung und irgendwelche Plättchen, die werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Packen wir das Teilchen mal aus. Das ist schon sehr nice. Oh, schön. Guckt euch das mal an. Also, oh, das ist echt hübsch. Ich finde das hübsch. Ja. Oder? Hier mit dem neuen Magnetladesystem. Und diesem Olight-typischen Grau mit diesem Blau hinterlegten. Und das Ganze wieder mit Magnetladekabel. Wir schalten das mal ein. Das ist, glaube ich, gerade, ja, es ist gesperrt. Man muss hier unten, der Ein- und Ausschalter ist hier mit integriert. Das Ganze unten gedrückt. Dann blinkt das einmal kurz. Dann haben wir das eingeschaltet in der schwächsten Stufe. Und man kann das Ganze dann wieder einfach ausschalten, einfach durch ein Drücken. Wir schalten das Ganze jetzt nochmal ein. Das ist der Low Mode. Dann haben wir den High Mode. Nochmal drücken, haben wir rot und dann ein rot blinkendes Positionslicht. So, kommen wir zu den Leuchtmodi. Während das Ganze, wenn das im High Mode läuft, hat das Ganze 55 Lumen, hält 3 Stunden. Im Low Mode mit 3,5 Lumen, ungefähr 56 Stunden Laufzeit. In dem roten Modus 7 Lumen, ungefähr 7 Stunden Laufzeit, und im rot blinkenden Modus auch 7 Lumen, aber 30 Stunden Laufzeit. Das Ganze ist stoß- und fallfest bis zu einer Höhe von 1,50 Meter und nach IPX7 wasserdicht. Also man kann das Ganze auch ins Wasser schmeißen. Das Ganze wiegt inklusive Akku 55 Gramm. So, wie ich ja gerade schon gesagt habe, haben wir hier das Magnetladekabel, eine Anleitung und irgendwelche Plättchen drin. Schauen wir mal rein. Da haben wir das typische in Olight blau gehaltene Magnetladekabel, was auch immer direkt passend andockt. Es lässt sich gar nicht falsch andocken, es dockt immer genau an. Unterwegs einfach aufladbar über USB. Dann haben wir da drin, schon sagte, eine Anleitung und ich weiß noch nicht, was es ist. Ich muss das mal auspacken. Es ist verdammt gut verpackt. Oh, das sieht echt geil aus. Aber auf der Rückseite so ein, sieht echt cool aus. Guck mal. Das ist wahrscheinlich so eine Dockingplatte. Auf der Rückseite haben wir so ein 3M Klebepad. Ich habe so eine Vermutung, dass man das irgendwo an irgendwas befestigen kann und dann
das Ganze da so dran pappen kann. Das Ganze hält natürlich auch auf anderen metallischen Oberflächen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal mein Bullet Messer und auch hier, wie ihr sehen könnt, überhaupt kein Problem. Das Ganze hält. Wir schalten das Ganze mal so ein. Kann man das an irgendwelche Sachen befestigen. Ja, das ist ganz cool. Da das Ganze hier draußen jetzt schon so unglaublich hell ist, wollen wir das Ganze jetzt gleich mal im Dunklen testen. Wir warten jetzt noch ein bisschen, dass es draußen ein bisschen dunkler wird. Und dann sehen wir uns gleich. So, meine Freunde, kommen wir jetzt mal zum Lichttest des O-Bulbs. Ich werde jetzt mal das zusätzliche Videolicht ausschalten und dann schauen wir uns den Kleinen mal an. Fangen an mit der ersten Stufe. Da muss ich sagen, ist das Ganze schon recht hell. Dann die zweite Stufe. Wir sehen deutlich mehr. Und dann natürlich das Rotlicht, das auch sehr gut dargestellt ist. Und dann haben wir noch das rote Blinklicht. Ja, ich muss sagen, das ist ein echt schönes, innovatives, neues Spielzeug aus dem Hause Olight. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses kleine Gimmick zu holen. Ich verlinke euch mal unten den Shop. Da ist ab heute ein Sale vom 14.12. 20 Uhr bis zum 18.12. 0 Uhr kriegt ihr da zum Teil bis zu 40% Rabatt auf ausgewähltes Sortiment. Ab einem bestimmten Bestellwert gibt es dann halt noch eine kleine Taschenlampe gratis. Schaut einfach mal vorbei und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Like da und ich sag mal bis demnächst. Ciao!